Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe euch in letzter Zeit schon drei verschiedene Freundschaftsbändchen-Set von Violetta vorgestellt. Das war einmal dieses hier von Ravensburger. Das hat ungefähr 12 Euro gekostet. Dann war das hier dieses Violetta-Armband-Set. Das ist so ein Set, wo man verschiedene Elemente so auf Armbänder draufstecken kann. Das ist von Kids Euroswan. Und dann habe ich noch von Cool Create ein Freundschaftsbändchen-Set. Da hat man so, so Klettbänder und kann da so kleine Elemente zwischenmachen und auf die Bänder draufkleben. Dieses erste von Ravensburger, da muss man selber die Freundschaftsbändchen knüpfen. Also da sind Knüpfanleitungen dabei und da kann man dann ganz verschiedene Armbänder selber machen. Also sehr unterschiedliche Sets. Ich habe es gerade schon gesagt, das hat ungefähr 12 Euro gekostet, das ungefähr 9 Euro und das ungefähr 10 Euro. Also alle in einer ähnlichen Preisklasse. Das ist ab 8 Jahren geeignet, das ist schon für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Und hier ist gar keine Altersempfehlung mit dabei. Allerdings würde ich da sagen, dass das vielleicht so ab 6, 7 geeignet ist. Also würde ich persönlich jetzt so einschätzen. Die Armbänder, die jeweils dabei rauskommen, sind sehr unterschiedlich. Also ich hatte es ja hier eben schon erklärt und hier sieht man die auch. Also das sind so Plastikbänder und da kann man so Plastikelemente, wo kleine Sticker drauf sind, draufschieben. Dieses hier, das sind richtige Freundschaftsbänder aus Garn, aus Wolle. Und da kann man auch so Perlen und kleine Anhänger noch mit reinknüpfen. Also die sehen ungefähr so aus. Und hier, das kann man hier drauf auch ganz gut erkennen, das sind so Klettbänder. Die sind aus so einem Kunstleder. Und da kann man Sachen draufkleben und hier zwischen so zwei kleinen Schlitzen kann man so ein Band hin und her spannen und da Perlen draufziehen oder Elemente dranhängen. Also man kann die Bänder alle ganz unterschiedlich gestalten. Das ist auch bei allen Sets gleich. Man kann selber sich die Bänder gestalten, selber kreativ werden. Wobei ich sagen muss, dass man bei diesem Set am wenigsten kreativ werden muss. Da sind einfach hier diese fertigen Elemente und die kann man ja eben in verschiedenen Variationen auf die Bänder draufziehen. Da muss man wirklich nicht so viel selber machen. Hier muss man dann schon etwas mehr selber machen, also da hat man die Auswahl zwischen Stickern, Glitzerelementen. Man kann selber entscheiden, ob man hier mehrere Bänder zwischen herspannt oder nur eins, ob man Stoffbänder dazwischen herspannt oder so kleine Ketten. Da kann man schon wirklich ein paar unterschiedliche Sachen machen. Und dieses Set, da kann man wirklich sehr, sehr viel verschiedene Sachen machen. Hier unten sieht man es auch, da sind verschiedene Farben dabei. Lila, Pink, Gelb, Dunkellila, Rosa und Hellblau. So kleine verschiedene Anhänger, Perlen und da kann man in allen möglichen Farbkombinationen selber knüpfen, selber verschiedene Knotentechniken machen. Das muss ich sagen, ist aber auch das Schwierigste. Da kann man am meisten mitmachen, aber es ist eben auch nicht so einfach wie diese anderen Sachen hier. Das war schon mal so meine kleine Vorstellung von diesen drei Violetta-Sets. Ich muss persönlich sagen, dass ich dieses Set am schönsten finde, dieses von Ravensburger. Das ist auch von der Verpackung schön, also das ist richtig wie so ein Spielekarton. Und da in diesem Karton sind dann die verschiedenen Sachen. Mit dabei ist auch so ein, so eine Pappe, die kann man sich als Unterlage benutzen. Da sind die Knoten nochmal erklärt. Also das ist wirklich für Kinder, die gerne knüpfen lernen möchten, ein ganz schönes Set. Und auch die Wolle, die mit dabei ist, ist sehr schöne Baumwolle in schönen Farben. Die Packung ist auch gut, also die kann man super gut wieder verschließen, also wie ein richtiger Spielekarton. Dieses hier, das ist ja wirklich einfach nur eine Verpackung. Wenn man das einmal da rausgeholt hat, würde man die Armbänder danach wahrscheinlich nicht mehr in dieser Verpackung aufbewahren. Und dieses hier ist zwar auch ein stabiler Karton, aber den macht man hier oben auf und schüttet die Sachen dann raus. Also einen richtig guten Überblick hat man in diesem Karton und der ist auch wirklich etwas stabiler. Wie ich eben schon sagte, das ist wirklich mein Lieblingsset, weil ich auch Knöpfen schön finde. Ich finde gut, wenn Kinder das lernen können
Und wenn es da so verschiedene Anleitungen mit dabei gibt, man hat hier wirklich viele Möglichkeiten, was man alles damit machen kann. Also das ist wirklich mein Lieblingsset. Die anderen Sets sind auch interessant, auch spannend, also gerade für Violetta-Fans und gerade für jüngere Kinder, die noch nicht so knüpfen können oder noch ein bisschen Schwierigkeiten mit so Knüpftechniken haben, da ist das hier natürlich viel einfacher. Ja, trotzdem insgesamt am kreativsten werden kann man hier. Das Set ist am besten verarbeitet und am vielseitigsten. Von diesen beiden Sets, wenn ich mich da entscheiden müsste, finde vom Aussehen sind die hier dann noch sogar schöner, weil ich finde diese, da kann man zwar viel mitmachen, aber wirklich schön aussehen tun die nicht meiner Meinung nach. Ja, das war mein Überblick über diese drei Armbänder. Wenn ihr diese Sets auch habt, also wenn ihr eins von den Sets zum Beispiel habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Set findet oder warum ihr das Set gut findet, ob ihr das Set nicht so gut findet. Also ihr könnt euch gerne hier unten in den Kommentaren mit beteiligen und eure Meinung zu den Sets abgeben. Also wenn ihr die Sets kennt oder einfach so, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, also die könnt ihr euch natürlich gerne alle nochmal anschauen, die Videos. Ich habe hierzu zwei Videos gemacht. In einem Video, da haben wir das Set vorgestellt und in einem anderen habe ich ein Armband damit gemacht. Hier genauso, da habe ich auch das Set vorgestellt und dann selber so ein Armband gestaltet. Und dieses Set, da haben wir auch ein Video zu. Also wenn ihr da überall nochmal reinschauen wollt, könnt ihr gerne dann auch in den Kommentaren euren Kommentar abgeben. Welches ist euer Lieblingsset? Welches findet ihr am schönsten? Welche Vor- und Nachteile seht ihr bei den Sets? Also gerne einfach alles schreiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, also dieses Übersichtsvideo über die drei Armbandsets, dann freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Und schaut doch meine anderen Videos, schaut in diese Violetta-Freundschaftsbändchen-Videos nochmal rein. Oder ich habe noch ein anderes Violetta-Set vorgestellt mit einer Violetta-Puppe und einer Violetta-Schminkpalette. Oder das Violetta-Tagebuch habe ich auch schon vorgestellt. Also schaut da einfach überall rein. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren. Hier kommen immer wieder neue tolle Spielzeugvideos. Da ist für jeden was dabei. Also einfach abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Und tschüss!